Hallo zusammen, wir sind hier zurück bei Radsport Freaks, der Radsportmanager Cycling for Freaks. Und ja, das Zeitfahren steht an heute, die siebte Etappe der Tour de France. Wir sehen hier 25 Kilometer Zeitfahren, hier ist auch ein kleiner Hügel drin, ist also nicht ganz flach. Wir sehen hier auch 7% ist es hier zwischendurch an dem Kilometer, das ist schon steil. Und eine Abfahrt haben wir auch drin. Das heißt also, ganz flach ist nicht so, nicht drin. Für die Berechnung der Zeit ist der Zeitfahrtwert entscheidend. Er ersetzt den Flachwert sozusagen. Wenn es berghoch und bergunter geht, geht natürlich dann auch entsprechend Abfahrt und Berghochfahr Skill, das entscheidend ist. Das heißt, wir haben hier dann auch unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, wie viel Prozent Einsatz man gibt. 75% ist daherrollen, 100% ist sehr viel. Wir haben bei jemandem, der viel Regeneration hat, natürlich mehr eingegeben. Hier Seidel, die entsprechend den besten Zeitfahrwert hat, bei mir fährt auch gut mit, weil sie gute Platzierung bekommen kann. Und dann sehen wir mal, 1 Kilometer berechnet. Wir sehen auch gleich, dass Seidel hier schon verloren hat. Liegt daran einfach, dass die Form eher auf die letzte Woche gelegt ist. Da sind einige davor, die dann viel besser sind. Tobias Voss ist halt einfach mit Abstand der klar beste Zeitfahrer. Hier im ersten Kilometer hat er gleich 3 Sekunden gut gemacht. Das wird er auch bei dem kleinen Hügel nicht verlieren. Das sieht beim letzten Zeitfahren wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Man hat dann auch die Möglichkeit, das Risiko hoch und auch gering zu stellen. Damit variiert dann die Zahl der möglichen Schnelligkeit sozusagen. Fährt man schneller, fährt man nicht so schnell. Wir müssen gucken, dass unsere Fahrer in der Regeneration bleiben. Man sieht hier einen Unterschied. Mein Keimer hatte 17 Kraft verbraucht, die anderen, die auf 85 fahren, nur 10 Kraft, das heißt 7 Kraft weniger verbraucht auf 1 Kilometer. Das ist schon erheblich. Und selbst hier bei 95 sind es 3 weniger. Ja, mal gucken, ich werde es dann wahrscheinlich auch noch hochstellen. Werden wir dann beim Hügel sehen, wie sich die Zeit entwickelt. Beim Flachen geht es halt rein nach dem Zeitfahrwert. Dann sieht man auch, wer vielleicht gute Form hat, wer schlechte Form hat, kann man da schon mal ableiten. So, wir sind jetzt bei Kilometer 9. Wir sehen die Abstände. Voss hat 21 Sekunden Vorsprung. Wir machen nochmal den nächsten Kilometer weiter. Hat sich noch nicht berechnet, aber hier 21, 24 Sekunden. Seidel ist schon 1,18 zurück. Da sind einige davor. Wir werden jetzt aber auch gleich auf 100% Tempo gehen und hoffen, dass wir vielleicht hier noch den einen oder anderen überholen können. Wir werden gleich sehen, wie bei 7 der Bergwert mitzählt, weil hier sehen wir jetzt 24, 28 Sekunden. Das wird nach diesen beiden Kilometern wirklich gravierend anders aussehen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Können Seidel, das ist egal, die Kraft können wir jetzt schon mal auf 100 stellen, dass wir es nachher bei den anderen Fahrern auch mal machen. Wenigstens für die beiden Kilometern werde ich das bei allen Fahrern machen, dass sie 100 fahren. Weil das bringt viel Zeit, wenn es steiler ist, mehr Kraft zu haben und mehr Einsatz zu haben als andere. Das wird einen nach vorne bringen. Ist jetzt 25 Kilometer Zeitfahren, da ist die Kraft am Ende nicht ganz so entscheidend. Da werden alle ungefähr gleich sein. Aber wenn es so 35, 40 Kilometer ist, kann man durchaus am Ende mit gesparter Kraft, wenn es vielleicht auch noch berghoch geht, durchaus viel bewegen. Na, wir sehen hier bisher nicht viel verbraucht, ungefähr 100 Kraft auf den 10 Kilometern. Wenn man da weiterfährt, so würde man auf jeden Fall viel weniger verbrauchen. Hier sieht man einen Unterschied von 60 in 10 Kilometern. Das ist schon erheblich. Und dann schauen wir mal, was der Kilometer gleich aussagt, wenn wir ihn durch haben. Hier, wir sehen 27 und 32 Sekunden bei 71 und 82 Berg. Da wird man gleich den Unterschied sehen, dass sie viel, viel näher rangekommen sind. Das ist also, wie man sich das auch in der Realität vorstellen, wenn jemand gut flach Zeit fahren kann, kann er viel Zeit gut machen im Flachen, aber sobald es dann berghoch geht und dann man natürlich vielleicht auch ein bisschen schwerere Muskeln hat, verliert man dann beim Berghochfahren. Wird man dann sehen. Ja, 27,32 geht auf 24 und 25, also jetzt nicht ganz so viel. Ist natürlich auch mit 57 ein halbwegs vernünftiger Bergwert. Sehr, sehr viel mehr Zeit fahren. Aber man sieht Keimer zum Beispiel, die eher weiter unten war.
Die hier sind auch ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir gucken uns das gleich mal an, wie es dann im Ziel aussieht. Und dann werden wir das Ergebnis haben. Das Zeitfahren ist um. Wir kommen zum Ergebnis. Tobias Voss hat wenig überraschend gewonnen. Ainu ist Zweiter geworden. Mit einer Minute Rückstand. Da sieht man mal, was das ausmacht bei 25 Kilometern. 10 Unterschied. Obwohl man dann entsprechend Berg hat. Also das ist schon viel. Wir sind nur Zehnter geworden. Wie gesagt, wir haben schlechte Form. Da ist das okay. Die Form wird noch aufgebaut. Kaimer mit einem Zeitfahrspiel von 48. Natürlich nur 23. Belkina 27. Vogt 29. Wir haben ein bisschen Kraft über. Hätten noch ein bisschen mehr geben können. Aber das Ergebnis ist, wie es ist. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen bei der Flachetappe wieder und dann vielleicht bei der schönen Gravel-Etappe am Sonntag.